Willkommen bei einem Espresso mit Marco Buschmann, der kleinen konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Wir haben die Mitte der Legislaturperiode erreicht, wenn sie denn vollständig und ganz laufen würde. Und das ist für uns Anlass, eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Einmal natürlich, was unsere Arbeit angeht, aber natürlich auch, was die Arbeit der Regierung drüben im Kanzleramt und den Ministerien angeht. Und ich denke, man kann relativ gut erkennen, dass wir uns hier nicht beworben haben fürs Parlament, für Parlamentssitze, weil wir wollen hier nicht herumsitzen, sondern wir wollen Arbeit leisten. Und das merkt man auch an den Zahlen. Wir haben als FDP-Fraktion in den ersten zwei Jahren mehr Gesetzentwürfe eingebracht als jede der beiden regierungstragenden Fraktionen. Wir haben mehr Anträge gestellt als jede andere Fraktion und wir haben mehr kleine Anfragen gestellt, auch als alle anderen Fraktionen. Daran sieht man, dass wir unsere Arbeit hier sehr ernst nehmen. Es geht aber natürlich nicht nur darum, irgendwelche Zahlen zu produzieren, sondern das, was uns antreibt, sind fünf klare Schwerpunkte. Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft und die beiden Großkonflikte der Zeit, nämlich Migration und Klima. Und was wir uns dafür vorgenommen haben, auch für die zweite Hälfte der Legislaturperiode und wo wir da die Große Koalition noch ein bisschen treiben müssen, das kann ich euch in kurzen Sätzen klar sagen. Erstens bei der Bildung. Wir haben in der ersten Hälfte der Legislaturperiode die Tür aufgestoßen dafür, dass der Bund mit den Ländern gemeinsam mehr kooperieren kann. Und statt durch dieses geöffnete Tor zu gehen, hat die Große Koalition im Haushalt auch noch fast 70 Millionen Euro gespart, anstatt den Ländern die Hand zu reichen für pädagogische Konzepte, einheitlichere Standards und die Unterstützung bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, beispielsweise bei digitalen Lehrmitteln. Zweitens, Digitalisierung. Wir leben in einer Welt, in der alles digitaler wird. Das ist wie eine industrielle Revolution. Und wir leben aber in einem Land, in der die Regierungszentrale noch mit Rohrpost arbeitet und wo internationale Studien sagen, es geht hier nicht mit schnellem mobilen Internet voran, es geht nicht mit dem Breitband voran. Und daran merkt man eins, die Strategie, wie die GroKo das bislang versucht hat, ja, 14 Ministerien, über 70 Abteilungen wursteln irgendwie in der Digitalisierung vor sich her, funktioniert nicht. Wir werden auch in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode uns dafür einsetzen, dass es eine Stelle gibt, an der das koordiniert und mit Macht vorangetrieben wird, und zwar am besten ein Digitalministerium. Drittes Stichwort, Wirtschaft. Leider haben wir jetzt die Zahlen da, dass die Wirtschaft in Deutschland schwächelt. Es ist sogar so, dass es in drei Bundesländern sogar schon ein Minuswachstum, wie das immer so schön heißt, gab, also weniger Wirtschaftsleistung gab. Und deshalb müssen wir was tun. Und auf der ganzen Welt gibt es Konsens, was beispielsweise eine Maßnahme wäre. Da sind sogar so unterschiedliche Leute wie Donald Trump und Emmanuel Macron einer Meinung. Wir müssen die Wirtschaft und die Betriebe steuerlich entlasten, gerade in Deutschland, wo wir eine der höchsten steuerlichen Belastungen haben. Das einfachste und schnellste wäre einfach, den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen, weil die 50%, die die Große Koalition davon erhalten möchte, die trifft besonders die kleinen und mittleren Unternehmen. Viertens, Migration. Wir merken es überall, uns fehlen qualifizierte Fachkräfte und deshalb brauchen wir mehr Migration, aber die qualifiziert ist. Und deshalb brauchen wir ganz klare Kriterien dafür, wen wir haben wollen. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir auch darum werben. Das Beste wäre ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Migration wird in Deutschland aber alleine über die humanitäre Migration diskutiert, nämlich, dass wir Menschen in Not helfen. Und das stimmt, das ist auch Menschenpflicht. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass auch das geordnet stattfindet. Das heißt, ich würde sagen, natürlich darf im Mittelmeer niemand ertrinken. Wir müssen da retten, da brauchen wir staatliche Seenotrettung. Aber wir müssen dann anschließend dafür sorgen, dass die Menschen entweder nach Afrika zurückkommen oder dass wir dann rechtlich prüfen, ob sie überhaupt ein Recht haben, nach Europa zu kommen. Weil es kann nicht sein, dass die Notsituation, also alle rechtlichen Regeln, aushebeln. Und viertens, Klima. Wir wollen eine Welt mit guter Umwelt und stabilem Klima. Die wichtigste Frage dafür ist der CO2-Ausstoß. Und was ich nicht verstehen kann, warum wir uns nicht einfach auf ein einfaches System einigen. Wir deckeln den CO2-Ausstoß, so wie es die Klimaziele von Paris vorsehen. Und unter dem Deckel wird der CO2-Ausstoß mit Zertifikaten gehandelt. Machen wir heute schon in bestimmten Wirtschaftsbereichen europäisch, funktioniert rechtlich, funktioniert technisch. Das würde
sicherstellen, dass wir die Klimaziele einhalten und der CO2-Ausstoß in jedem Produktpreis am Markt enthalten ist. Und jeder, der etwas im Laden kauft, wüsste, dass er mit dem Preis dafür sorgt, dass wir die Klimaziele einhalten. Und man muss noch die Entscheidung treffen, ob es mir selber die Sache wert ist. Und bitte lasst euch eins nicht einreden, das ist mir wirklich wichtig. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Wohlstand und Klimaschutz. Das Gegenteil ist der Fall. Wer Klimaschutz gegen wirtschaftliche Entwicklung ausspielt, der wird am Ende beides verlieren. Weil eine Gesellschaft, die nicht über die wirtschaftlichen Mittel verfügt, um das Klima zu schützen, kann sich Klimaschutz am Ende nicht leisten. Und eine Gesellschaft, die wirtschaftlich bergab geht, in der wird es Verteilungskonflikte geben, die sie so schwach machen, dass ihr die Kraft für Klimaschutz fehlt. Und deshalb müssen wir beides zusammenbringen. Und die beste Idee dafür ist ein marktwirtschaftlicher Zertifikatehandel.